Jetzt 7.10 Uhr. Wir verlassen jetzt Terra Dilla de Templarios und ich mache mich jetzt auf den Weg nach El Burgo. Das ist ungefähr 31 Kilometer entfernt. Und wenn ich das erreicht habe, habe ich die Hälfte an Kilometern geschafft, rein rechnerisch. Und von daher bin ich heute frohen Mutes, hoffe, dass alles klappt, dass es keine Probleme gibt und wie gesagt, das ist dann die Hälfte. Das Refugio war super heute, nur ich scheine immer wieder das Glück zu haben, dass ich mindestens einen Hardcore-Schnarcher habe, die dann wirklich, also ich möchte es ja gerne mal aufnehmen, aber ich tue es nicht. Das ist zu bizarr, was da manchmal bei rauskommt. Tja, so ist das Leben. Und wieder geht's auf den Weg. Und wieder zwischen Feldern lang. Wieder sehr eintönig. Aber das sind wir ja gewohnt, mittlerweile. Jetzt in Sahagun,
Das ist jetzt wieder eine Etappe. Von hier aus müssen wir, glaube ich, noch mal 17, 18 Kilometer gehen, bis wir nach El Burgo kommen. Müssen wir mal gucken. So, mittlerweile macht es ehrlich keinen Spaß mehr, hier durch die Pampa zu latschen. Am Anfang ist es gewesen, dass die ersten Etappen unheimlich den Körper beansprucht haben und man seinem Körper immer wieder sagen musste, hey Junge, sieh zu, es muss weitergehen. Aber jetzt im Augenblick muss man seinem Geist sagen, Junge, es geht weiter, weil hier ist nichts. Es ist seit Tagen immer das Gleiche. Rechtsfelder, Linksfelder, da mal eine Ortschaft. Aber im Großen und Ganzen sieht es immer wieder gleich aus. Man muss sich bei jeder Ortschaft, muss man sich wieder sagen, Junge, weiter. Während der Verstand sagt, Mensch, setz dich in den Bus, fahr dahin, wo es wieder schön ist, wo ich wieder was zu tun habe, weil hier hat der Verstand nichts zu tun. Der Körper hat sich daran gewöhnt, an die Etappen von 26, 30 Kilometern, das ist alles kein Problem. Nur der Geist, der dreht ab. Singen bringt auch nichts mehr. Sich, wie andere sagen, so in mentale Ekstase meditieren, geht auch nicht, schaffe ich nicht. Und im Augenblick ist diese Etappe oder diese Etappen geistig wirklich das allerletzte. Also hier wird man echt zum geistigen Tiefflieger. Man ist irgendwann nur noch ein sabberndes, laufendes Etwas. Und es macht im Augenblick echt keinen Spaß mehr. Aber irgendwie ist der innere Schweinehund dann doch da und der sagt, nee, in den Bus setzt du dich jetzt nicht. Das ziehst du jetzt durch. Aber es macht, ehrlich gesagt, keinen Spaß mehr. Nun könnte man ja sagen, man kann sich ja unterhalten. Aber irgendwie sind diese Wege hier deprimierend auf alle. Also auf diesen Wegen hier, da kommen einfach keine Gespräche zustande. Es hängt jeder seinen Gedanken nach, auch Leute, die in der Gruppe gehen. Das sind ganz, ganz wenige Gespräche. Ich habe das Gefühl, oder ich merke es selber, man will einfach nur in der nächsten Ortschaft ankommen, sich in einen Kaffee setzen, seinen Kaffee trinken oder sein Wasser oder was auch immer. Und da setzt man sich zusammen, da unterhält man sich. Jeder sehnt das nächste Kaffee herbei. Das geht mir auch so. Aber hier auf dem Weg eine Unterhaltung führen, bei der brennenden Sonne, diesem scheiß staubigen Weg, da ist nichts, kein bisschen, kein Verlangen danach. Man will einfach nur ankommen, egal wo.
Also, wie man sieht hier, immer noch das Gleiche. Felder, mal ein Dorf, da eine Autobahn. Es ist deprimierend. Es ist echt deprimierend. Das Einzige, was im Augenblick so ein bisschen aufheitert, ist, dass ich, wenn alles gut geht, morgen in Lyon bin. Da werde ich auch eine Auszeit nehmen, wahrscheinlich 2 Tage. Weil wenn ich noch weiter auf diesem Feldweg hier gehe, dann drehe ich am Rad, dann drehe ich echt am Rad. Das ist so deprimierend, das kann man sich nicht vorstellen. El Burgo, hier habe ich rein rechnerisch, laut Plänen, die Hälfte an Kilometern gerannt auf dem Jakobsweg. Richtig Freude kann im Augenblick kommt nicht auf, weil es ist deprimierend hier. Wie schon gesagt, das Laufen hier auf diesem Feldweg ist absolut deprimierend. Und darum richtig Freude, dass man die Hälfte geschafft hat, ist nicht da. Kein bisschen. Einfach nur irgendein Ziel, gleich Hauptsache duschen, schönen Kaffee oder irgendwas trinken und dann Feierabend.